Christkönigfest 1973. Es singen die Christkönigsschwestern. Was denn, findet man das nicht mehr? Ja, hier wird ausgeräumt. Das wird alles, kommt hier weg, was hier drin ist. Ich wollte nicht Schwester werden. Ich bin nur so hergekommen. Und dann war ich hier und dann habe ich die Berufung gelernt, gemerkt. Ein langes Leben. Ne? Mit Beginn von 1900 haben sich hier in der Gegend eine ganze Reihe von katholischen Klöstern angesiedelt, sodass wir jetzt hier also unsere Christkönigsschwestern hatten, die 1926 das Grundstück gekauft haben und betrieben damals noch in Berlin eine Zweigstelle und hatten ja auch in Wörishofen, glaube ich, in Österreich und in Bayern noch Nebenstellen, die sie auch betreut haben, in denen es auch Schwestern gab und haben ja Säuglingspflege und Kleinkinderpflege und sowas schon damals betrieben. Aber eben die Anzahl der Schwestern ist dann rapide geschrumpft und so dass also hier eben nachher nur noch 4 Schwestern übrig sind. Das ist der Kellergrundriss des Klosters. Hier sieht man den Bunker der Schwestern, der 45 am 24. April ein Befehlsstand der Sowjettruppen wurden zum weiteren Angriff auf Berlin. Diesen Bunker in Beton mussten die Schwestern verlassen und wurden hineingetrieben in ihren alten, früheren Luftschutzkeller, wo sie dann mit Kindern und mit Patienten hier sich aufhalten mussten. Und diese Tür war auch eine Luftschutztür. Diese Tür trägt diese Inschrift: Katholische Schwestern, nicht lärmen,
nicht eindringen. Es war einfach herzerhebend, wie ich die Tür gefunden habe mit der sowjetischen Inschrift. Hier ist die Russentür, sogenannte Russentür, die der Langwitzer Heimatverein zeigt sie immer bei jeder Besichtigung unseres Hauses. Und zwar hatten die französischen Kriegsgefangenen die Russen gebeten, an die Tür zu schreiben, Katolicheskaya Sekta, Prospa, Nieschumitsch, Nesachodich. Unterschrift, hier nicht mehr leserlich, ein Major. Und übersetzt heißt das katholische Sekte, das war der sowjetische Ausdruck für Kirche, katholische Sekte, bitte nicht lärmen und nicht eindringen, so viel wie sich nicht bemächtigen. Jean Durie, Roger Hubert und Pierre Gérard. Und das ist hier ein Zeugnis über ein Dankeschön, was Sie geschrieben haben, unseren Christkönigsschwestern als Dank für ihren Schutz, den sie uns gegeben haben. Der Minister für Gefangenenwesen unterstellt dem französischen Auswärtigen Amt und der konsularischen Angelegenheiten in Berlin bestätigt, dass Frau Angela May, Ordensschwester der Christkönigsschwestern in Berlin-Lankwitz, im Kriege den französischen Gefangenen geholfen hat, ihre Religion auszuüben und dass sie Verhöre und Überwachungen von der Gestapo über sich ergehen ließ. Menschen zu, sie hörten zu, sie waren freundlich und wenn man mit ihnen gesprochen hatte, dann hatte man nie das Gefühl, dass sich alles nur ums Beten dreht, sagen wir mal so. Das Menschliche stand auch sehr im Vordergrund bei den Schwestern. Wenn ich da jetzt vorbeifahre, und ich fahre ja sehr oft vorbei, das ist ja unser Weg in die Stadt und zum Einkaufen, es tut mir schon weh, dass da niemand mehr sitzt, der betet. Ja, das ist irgendwie traurig. Aber es ist so, nicht? Nach so einer Zeit des Kennenlernens und sich auch ein bisschen anschauen, wie ist denn der andere, haben wir dann doch gemerkt, dass wir verschiedene Dinge zusammen machen können. Und eine besondere Etappe war, dass wir hier gemeinsam das Morgenlob beten können in dieser Kapelle. Also, und seitdem haben wir eigentlich auch auf dem geistlichen Gebet, auf der geistlichen Ebene, gemeinsam versucht, einen Weg zu gehen. Und das gemeinsame Gebet, das hat uns oft getragen und auch viel Freude gemacht. Wind, Wolken und Wind, trübt und weiset euch.
einer dieser der Besonderheiten war, dass es eben halt nicht nur die Nonnen gab, sondern es eine jede Menge Haustiere gab und unter anderem auch ein Hund. Und dieser Hund hatte eine besondere Bedeutung. Und als der Hund dann, sollte nämlich aufpassen hier aufs Kloster, und als der Hund verstanden hatte, dass es auch Männer in diesem Kloster gab, hat er sozusagen seine Aufgabe nach und nach sein gelassen und wurde auch ein sehr freundlicher Hausgenosse. Was die Freude der Christkönigsschwestern war, dass sie eben halt merkten, dass dieses Kloster und die Zimmer und alles, was dazugehört, eben halt wieder neu belebt wird, wenn es auch ein bisschen anders war als das, was sie bisher kannten, aber das ist wirklich ein Ort des Gebetes und des Hörens und des gemeinsamen christlichen Lebens ist. Das war, glaube ich, eine sehr große Freude für sie. Ja.